Mit Mailand Sanremo oder auch La Primavera, wie es die Freunde dieses Rennens gerne nennen, stand heute das erste Monument der Radsportsaison 2023 auf der Tagesordnung. Und für viele Radsportfans auf der ganzen Welt ist das natürlich eines der schönsten Rennen im kompletten Jahr. Freuen wir uns also auf die Highlights der 114. Edition. Los ging's in diesem Jahr erstmals in Abbiate Grasso, also nicht in Mailand. Aber wenig später kehrte man dann bald zurück auf den althergebrachten traditionellen Kurs über den Turchino Pass, über Capo Mele, Capo Cervo und Capo Berta hinein in die Cipressa, über den Poggio und dann im Sturzflug nach unten auf die Via Roma in Sanremo. Mit nicht weniger als 294 langen Kilometern plus wohlgemerkt 7,5 Kilometern Neutralisation zählt dieses Rennen nach wie vor zu den längsten Rennen im Kalender. Wir knacken also die magische 300 Kilometer Marke und das hier ist das Rad des Vorjahressiegers. Das ist das Rad von Matej Moric mit der versenkbaren Sattelstütze und der ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Aber auch der ganz große Favorit, Tadej Pogacar, hier haben wir ihn gerade gesehen, der Sieger von Paris-Nizza ist mit dabei. Aber auch Männer wie Wout van Aert oder Mathieu van der Poel, der amtierende Cross-Weltmeister, die standen hier mit an der Startlinie. Pünktlich um 9.55 Uhr ging es dann los bei besten äußeren Bedingungen. Und diese neun Mann hier schafften es zunächst in die Spitzengruppe des Tages. Maximal knapp 3 Minuten Vorsprung konnten sie herausfahren. Aber die ganz Großen, die Teams der Favoriten, die hielten sich erst einmal zurück und konnten vielleicht auch ein bisschen die viele schöne Kultur am Wegesrand, denn wir sind ja immerhin in Italien unterwegs, genießen. Dann ging es auch schon über den Turchino Pass und wir sehen hier hinten gleich einen Sturz, unter anderem dort mit dabei der ehemalige Sieger dieses Rennens, das ist Julian Alaphilippe, der mehrfache Weltmeister, der musste sein Rad wechseln und knüppelte dann in der Abfahrt wieder durch den Konvoi hinterher. Keiner kann das wahrscheinlich so schön wie der Franzose, der konnte wieder aufschließen und war dann pünktlich zur Küste wieder im Feld drin. Jetzt sind wir schon 85 Kilometer vor dem Ziel. Die großen Teams haben sich jetzt schon eingereiht. Der Vorsprung sinkt hier bald unter 2 Minuten. Und knapp 28 Kilometer vor dem Ende, kurz vor der Cipressa, hatte man dann auch die letzten Ausreißer wieder eingeholt. Das große Finale dieses Rennens konnte also losgehen. Es ging mit absoluter Volllast hinein in den vorletzten Anstieg des Tages in die Cipressa. 5,6 Kilometer ist das Ding lang, mit einer durchschnittlichen Steigung von 4,1%. Ziemlich schnell kam dann auch das Team UAE Emirates, also die Mannschaft von Tadej Pogacar, nach vorne. Man hatte ja fast gedacht, dass der Slowene hier schon angreifen könnte, das tat er aber nicht. Und das Tempo, das wurde trotzdem enorm schnell. Unter anderem Arnaud Delis, einer der ganz schnellen Männer, bekam Probleme und sollte damit nicht mehr in die Entscheidung in diesem Rennen eingreifen können. Dann war man oben, der Gipfel der Cipressa war erreicht, immer ganz gut zu erkennen an dieser Engstelle. Und wir sehen ganz vorne Mathieu van der Poel, der scheint heute sehr gute Beine zu haben. Er führt also das Feld in die Abfahrt und wir gucken mal, wie groß dieses langgezogene Feld noch ist. Da waren wirklich noch viele Rennfahrer mit dabei, aber das Tempo, das wurde jetzt nicht mehr weniger. Auf dem kurzen Flachstück zwischen diesen beiden Anstiegen hatte dann auch der deutsche Meister Nils Polit noch einmal attackiert. Das wurde uns jetzt hier leider nicht gezeigt, wollen wir aber natürlich trotzdem erwähnen. Und dann ging es hinein in den Poggio, 3,7 Kilometer lang. 3,7% im Schnitt ist dieser Anstieg steil und das Team des Vorjahressiegers, das Team Bahrain Victorious, macht jetzt hier das Tempo. Knapp 8 Kilometer vor dem Gipfel kommt dann Tim Wellens nach vorne und der hat auch schon Tadej Pogacar am Hinterrad. Jetzt war natürlich Gefahr im Verzug. Alle großen Favoriten mussten jetzt vorne sein und wir sehen das hier nochmal. Die fahren so schnell diesen Berg hinauf, dass man tatsächlich in den Kurven bremsen muss. 7,5 Kilometer noch zu fahren. Das Feld, das reißt jetzt immer mehr auseinander. Nur noch die besten Rennfahrer sind ganz vorne und gleich können wir das von oben sehen. Jetzt an dieser Stelle gibt es einen Riss im Feld und ganz vorne sind jetzt nur noch 8 Rennfahrer und wir gucken gleich mal, wer hier noch mit dabei ist. 6,6 Kilometer vor dem Gipfel schert dann Tim Wellens aus und Tadej Pogacar bläst zum Angriff. Nur noch Filippo Ganna, Wout van Aert und Mathieu van der Poel können dem Slowenen folgen. Wir haben also jetzt 4 Mann ganz vorne und Mathieu van der Poel, der greift dann tatsächlich nochmal an, der attackiert nochmal drüber, ungefähr 200-300 Meter vor dem Gipfel des Poggio. Der geht also als erster in die Abfahrt und hat dort knapp 5 Sekunden Vorsprung vor Tadej Pogacar, vor Filippo Ganna und vor Wout van Aert. Für einen Weltklasse-Abfahrer, wie es natürlich Mathieu van der Poel ist, ist das eine hervorragende Ausgangssituation, dass der sein Rad beherrschen kann. Das wissen wir alle nicht ohne Grund, weil er schon so unzählige Male Cross-Weltmeister. Der gibt jetzt hier also in der Abfahrt seinem Canyon-Rad nochmal die Sporen und kann tatsächlich die Verfolger auf Distanz halten. Die sind sich nämlich nicht so richtig einig. Auch wenn die Lücke hier nicht extrem groß wird, hat er unten dann, als es auf die Via Roma geht, knapp 10, 12 Sekunden Vorsprung und muss jetzt hier auf den letzten knapp 2000 Metern das Ding einfach nur noch nach Hause pressen und darf sich eigentlich auch nicht mehr umdrehen. Das macht er auch nicht, nimmt jetzt hier die letzte Kurve, ist schon auf den letzten 1000 Metern und als er dann doch noch einmal den Blick nach hinten wagt, da weiß er es, er kann es schaffen,
Er wird es schaffen. Mathieu van der Poel, der 28-jährige Niederländer, holt sich sein drittes Monument. Er gewinnt Mailand-Sanremo 2023. Hinter dem Niederländer sehen wir dann einen Sprint um Platz 2, den wir so vielleicht gar nicht erwartet hätten. Der Italiener Filippo Ganna schlägt hier noch Wout van Aert. Tadej Pogacar wird damit Vierter und das Team Alpecin De Koning hat heute einmal mehr alles richtig gemacht. Hier das Ergebnis: Van der Poel vor Ganna und Van Aert, dann Pogacar, Søren Krogh Andersen, Mats Pedersen, Nielsen Paulus, Matej Moric, der Vorjahressieger, Anthony Tegis, der war im letzten Jahr Zweiter, und Jasper Stuyven, der hat dieses Rennen auch schon gewonnen, der wird hier heute noch Zehnter. Das aber ist unser Mann des Tages, und der sagte dann später auch im Siegerinterview, er hatte heute wirklich den perfekten Tag, um dieses Rennen zu gewinnen. Er wusste, wenn er oben die Lücke hat, dann kann es was werden. Hat aber in der Abfahrt nicht alles riskiert, denn er wusste auch, selbst wenn sie mich wieder einholen, dann habe ich heute die Beine, um hier wahrscheinlich auch im Sprint zu gewinnen. So oder so, er hat es gemacht und das muss man erst einmal schaffen. Mathieu van der Poel ist also der Sieger der 114. Edition von Mailand Sanremo. Und diese drei Gesichter hier, die sehen wir in den nächsten Wochen noch öfter, denn die Kopfsteinpflaster-Klassiker, die kommen. Filippo Ganna scheint super drauf zu sein. Wout van Aert, der kann sowieso immer. Und Mathieu van der Poel, den sehen wir auch sehr, sehr gerne vorne. Also freuen wir uns auf das, was kommt, und sagen wir heute erst einmal ciao, grazie und arrivederci.